Ja, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 34 mit dem Dringlichen Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 80, 2014-17, 2016-97. Redezeit ist vereinbart bei 5 Minuten. Und ich darf die Antragstellerin bitten, zu uns zu kommen. Frau Kollegin Löber hat das Wort für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt vom Austausch unterschiedlicher Meinungen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und Verbände und aller sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen in unserem Land. Der Austausch von Politik und Interessenvertretern ist für eine funktionierende Demokratie ein wichtiger Aspekt. Lobbytätigkeit bringt ohne Zweifel bedeutende Erfahrungen aus der Praxis in den Prozess der politischen Meinungsbildung ein. In den letzten Jahren hat der Einfluss von organisierter Lobbyarbeit auf politische Entscheidungsprozesse stark zugenommen. Wir sehen es da als unerlässlich an, dass Lobbyismus im politischen Bereich für die Öffentlichkeit transparent ist. Es muss klar definierte Regeln geben, nach denen Lobbyarbeit erfolgt. Die Einführung eines Lobbyregisters ist hierfür nicht nur von großer Bedeutung, sie ist zwingend erforderlich. Großspurig hat die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen bereits in der letzten Legislaturperiode angekündigt, dass sie ein Lobbyregister einrichten werden. Allerdings folgten diesen Worten wieder einmal keine Taten. Damit wenigstens in dieser Legislaturperiode Bewegung in die Sache kommt, fordert die SPD-Fraktion nun mit Nachdruck die längst fällige Einführung eines Lobbyregisters in Hessen. Fehlende Transparenz führt zu einem steigenden Misstrauen gegenüber den Institutionen einer funktionierenden Demokratie. Wenn die Landesregierung weiterhin die Einführung eines Lobbyregisters aussetzt, muss sie sich für diese Entwicklung verantwortlich fühlen. Die SPD-Fraktion steht für eine Transparenz von Lobbyismus gegenüber der Öffentlichkeit. Wir wollen das Vertrauen in unsere Demokratie stärken. Hierbei ist von essentieller Bedeutung, dass für Hessen kein scheinheiliges, wirkungsloses Lobbyregister eingeführt wird. Wir fordern einen soliden, in die Tiefe gehenden Gesetzentwurf zur Einführung eines Registers, das den Anforderungen auch gerecht wird. Das Lobbyregister muss eine Registrierungspflicht beinhalten. Alle Personen und Institutionen, die hauptberuflich der Tätigkeit der Interessenvertretung nachgehen und durch eine Interaktion mit politischen Institutionen Einfluss auf deren Willensbildungsprozess nehmen, müssen in dem Lobbyregister berücksichtigt werden. Außerdem muss das Register über Tätigkeitsfelder und Interessenbereiche der registrierten Interessengruppen informieren. Das auf EU-Ebene bereits seit 2011 verpflichtende Transparenzregister kann hierfür als positives Beispiel dienen. Wir fordern, dass in dem Lobbyregister Daten zu den finanziellen Aufwendungen, die in die Interessenvertretung investiert werden, enthalten sind. Darüber hinaus muss das Register für jeden Bürger öffentlich zugänglich sein. Es muss als eine öffentliche, nutzerfreundliche und barrierefreie Online-Datenbank ausgestaltet werden. Nur so werden wir dem Bedarf nach Transparenz vollumfänglich gerecht. Die gesetzlichen Regelungen sind zwingend durch einen verbindlichen Verhaltenskodex für Lobbyistinnen und Lobbyisten zu konkretisieren. Und letzten Endes ist die Einsetzung eines Lobbybeauftragten für die SPD-Fraktion von großer Bedeutung. Nur mit einem neutralen und überparteilichen Lobbybeauftragten ist die Überwachung und Sicherung der Einhaltung der Umsetzung des Interessenvertretungsgesetzes gewährleistet. Um die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Handelns von Landtag und Landesregierung zu gewährleisten, ist es längst überfällig, ein Lobbyregister mit den genannten Anforderungen einzurichten. Wir nehmen dieses Anliegen sehr ernst und werden daher den Antrag im Ausschuss weiter diskutieren und uns vorbehalten, eine Anhörung zu beantragen. Durch die Herstellung größtmöglicher Transparenz werden unlautere Einflüsse neutralisiert. Jeglicher böse Schein wird von vornherein vermieden. Dieses Ziel gilt es zu verfolgen, und wir als SPD-Fraktion werden uns weiter dafür einsetzen. Danke.
Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Rudolph meldet sich zur Geschäftsordnung. Ja, Herr Präsident, wir würden gerne wissen, wer für die Landesregierung dann zu dem Antrag nachher spricht. Kann die Landesregierung dazu Auskunft geben? Bitte? Staatskanzlei. Die Staatskanzlei wird demnächst vertreten sein. Es wird offensichtlich gerade dafür gesorgt. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Kollege Lenders, Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für mich wäre dann es auch eigentlich am wichtigsten, dass tatsächlich auch der Landtagspräsident, und der ist da, der wäre für mich auch der oberste Lobbyistenbeauftragte, weil ich glaube, so etwas sollte man beim Landtag nämlich dann auch ansiedeln. Von daher interessiert mich, Herr Kollege Rudolph, noch nicht einmal so sehr, was die Landesregierung jetzt dazu meint. Da finde ich viel wichtiger, was wir als Kollegen, als Parlament dazu meinen. Denn auch ich glaube, für die Freien Demokraten. Okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Auf jeden Fall interessiert mich in dem Moment jetzt das, was wir als Parlamentarier dazu sagen, viel dringender, weil auch ich glaube, dass wir ein solches Register einführen sollten. Und grundsätzlich sollte man allerdings dazu sagen, es gibt dann allerdings nicht die bösen Lobbyisten und die guten Interessensvertreter. Den Unterschied darf man nicht machen. Wenn wir so etwas tun, dann gehören in so ein Register alle rein. Und dann ist es schon klar, dass, was Frau Löber auch skizziert hat, die Aufgaben oder das, was so ein Register, so ein Verzeichnis leisten können muss, die Identität, wer sind die Auftraggeber, was verfolgen die für Ziele, wie viele, über welche Mittel verfügen die, das gehört natürlich schon dann auch da rein. Und, meine Damen und Herren, für uns als Freie Demokraten steht aber auch als Grundsatz ganz oben an der Schutz, das Recht der Abgeordneten, dass man nicht nachvollziehen kann, welche Arbeit, welche inhaltliche Arbeit frei gewählte Abgeordnete dort machen und welchen Inhalt und welchen Austausch sie mit diesen Interessensvertretern gehabt haben. Der Schutz der Rechte der Abgeordneten muss auf jeden Fall gewahrt bleiben. Meine Damen und Herren, und dann ist es natürlich schon auch eine Frage, wenn wir uns darüber unterhalten, wenn Abgeordnete mit Interessensvertretern ins Gespräch kommen, gilt es dann für alle oder brauchen wir dort Schwellenwerte? Das gehört auch zu einer Diskussion, die wir unter uns Abgeordneten erst einmal führen müssen. Aber hat jemand, wenn er einmal ein Gespräch führt, muss er sofort in ein Lobbyregister hinein, oder gibt es dort Schwellenwerte? Ab wann gilt denn das? Auch darüber müssten wir uns unterhalten, wenn wir ernsthaft in Hessen darüber nachdenken, so etwas einzuführen. Und auch etwas anderes. Was ist denn mit denjenigen, die falsche Angaben machen oder keine Angaben machen? Gibt es doch so etwas wie Sanktionsmöglichkeiten? Auch darüber müsste man sich dann ernsthaft unterhalten. Wie stark sollen solche Sanktionen, wie können solche Sanktionen aussehen? Das alles, meine Damen und Herren, glaube ich, ist es allen Ehren wert, dass wir uns unter uns Parlamentarier darüber erst einmal im Klaren werden, dass wir uns darüber mal unterhalten. Wenn der Weg über eine Anhörung ist, ich habe nichts dagegen, aber dann sollten wir diesen Weg von mir aus auch beschreiten. Deswegen werden wir aber auch unseren Antrag mit in den Ausschuss geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Bolldorf. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Transparenz und Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungsprozesse sind für ein funktionsfähiges demokratisches System unerlässlich. Der Austausch zwischen Interessengruppen und Politik
ist ein wichtiges Element der demokratischen Willensbildung und der Gesetzgebung. Insoweit ist es richtig und wichtig, dass wir heute über die Einführung eines Lobbyregisters sprechen. Dabei ist gleich vorweg festzustellen, dass ein Lobbyregister keine pauschale Dämonisierung von Lobbyarbeit darstellt. Vielmehr, meine Damen und Herren, wird ein transparenter, realistischer Befund geschaffen, wie der Lobbyismus in Hessen ausgestaltet ist. Es zeigt uns, welche wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Akteure, zum Teil auch mit finanziellen Mitteln, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen versuchen. Meine Damen und Herren, für die AfD-Fraktion ist klar, nicht einzelne Lobbyisten in Hinterzimmern dürfen über Grundzüge und Inhalt von Gesetzesvorlagen oder Förderprogrammen entscheiden, sondern die Abgeordneten des Parlaments, die von den Bürgern demokratisch legitimiert sind. Dafür kann das Lobbyregister ein präventiv wirkendes Instrument sein, womit ich zum vorliegenden Antrag der SPD komme. Dieser ist selbst ein eindrucksvolles Beispiel für die Notwendigkeit transparenten politischen Arbeitens. Wenn man Transparenzmaßstäbe zum Beispiel an diesen Antrag setzen würde, ist für jeden nachvollziehbar dargelegt, dass Punkt 2 des SPD-Antrages, nämlich 1:1, von einem Antrag der GRÜNEN aus dem Bundestag wörtlich abgeschrieben wurde. Das spart sicherlich Zeit, und inhaltlich falsch ist der Text auch nicht. Aber ich denke, wenn ich die Kollegen so anschaue, dass sie so qualifiziert sind, dass sie eigentlich die Zuarbeit der grünen Bundestagsfraktion nicht brauchen. Am vorliegenden Antrag gibt es aber noch weitere Punkte, die anzusprechen sind. So zum Beispiel die Einsetzung eines Lobbybeauftragten. Ohne Not, meine Damen und Herren, und sachliche Rechtfertigung, einen weiteren steuergeldfinanzierten Posten zu schaffen, der noch weitere zusätzliche Bürokratie schafft, lehnen wir als AfD-Landtagsfraktion ab. Weiterhin fehlt vollständig das Instrument des sogenannten legislativen Fußabdrucks. Als Anlage eines verabschiedeten Gesetzes dokumentiert dieser alle äußeren Eingriffe von Interessenvertretungen während des Gesetzgebungsverfahrens. Daher muss er aus unserer Sicht konkreter Inhalt eines zu beschließenden Gesetzes sein. Das Europäische Parlament, meine Damen und Herren, hat im Januar 2019 hinsichtlich der Lobbytransparenz im politischen Bereich starke und fortschrittliche parlamentarische Standards gesetzt. In ihrem Antrag geht die SPD nicht darauf ein. Allerdings sind diese Maßstäbe angemessen in den Beratungen zu berücksichtigen und sollten nicht unterschritten werden. Das betrifft vor allem auch die finanziellen Angelegenheiten der Akteure, was in Punkt 3c des Antrags thematisiert wird. Wie gehen wir damit um, wenn Geldströme unter einen bestimmten Grenzwert fallen, dass sie, wie bei Unternehmen, nicht mehr ausgewiesen werden müssen? Wie verhält es sich z.B. mit dynamischen Geldflüssen, Spenden oder Sachleistungen, die in einem gewissen Zeitraum von A nach B fließen? Sollen nur die Interaktionen ausgehend von Lobbygruppen auf die Politik dokumentiert werden oder auch die Initiative von Politikern und Institutionen auf Interessenvertretungen? In vielen Landtagen, meine Damen und Herren, im Bund und im Bundestag ist bereits die Einführung eines Lobbyregisters beantragt worden, aber fast ausschließlich am erbitterten Widerstand einer Partei gescheitert. Ich sage es sehr ungern, aber es war in dem Fall die CDU. Meine Damen und Herren, ich sage es nur, weil ich ungern andere kritisiere. Ist schon nicht verboten, aber es sind trotzdem Widerstände, die eigentlich nicht sachgerecht sind, nach meinem Dafürhalten. Wir als AfD-Landtagsfraktion sind eindeutig für die Einführung eines Lobbyregisters in Hessen. Ich komme nun zum Schluss. Es geht nicht um die Stigmatisierung der für die Demokratie wichtigen Interessenvertretung, sondern um die Schaffung von Transparenz. Denn, meine Damen und Herren, Transparenz schafft Sicherheit. Sicherheit schafft Vertrauen, und Vertrauen stärkt die Legitimität von politischen Entscheidungen.
Wir stimmen, obwohl wir eigentlich Probleme mit der Stelle des Lobbybeauftragten haben, würden eher begrüßen, wenn beispielsweise solche Dinge durch die Landtagsverwaltung gemacht würden. Wir stimmen dem Antrag der SPD vollinhaltlich zu. Dem FDP-Antrag stimmen wir auch zu, obwohl im Grunde genommen keine weiteren Neuigkeiten daraus ersichtlich sind. Er nützt nichts und schadet nichts, denn alles, was zu sagen war, steht in dem SPD-Antrag. Trotzdem kann man vielleicht auch von Ihrer Seite aus mit was dazu beitragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, das ist sehr gut. Danke schön, Herr Kollege Bolldorf. Ja, nächste Rednerin für die Fraktion der CDU ist die Abg. Astrid Wallmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann zunächst auch Herrn Lenders zustimmen, dass ist irgendwas? Nein. Also ich kann zunächst Herrn Lenders zustimmen, dass Interessensvertretung eine sehr wichtige Funktion in unserem Staat einnimmt und es deswegen auch wichtig ist, nicht auf einmal so zu selektieren, es gibt gute oder schlechte. Ich stimme also dem ausdrücklich zu. Jetzt muss man, wenn man sich die Anträge aber anschaut, schon auch noch einmal genau hinschauen, was zum einen die SPD mitunter eben auch fordert. Sie fordern unter anderem zum Beispiel auch in Ihrem Antrag die Offenlegung von finanziellen Aufwendungen. Die Lobbyisten in die Arbeit investieren. Ja, aber sie machen sich da ein bisschen einfach. Und ich bin auch der Meinung, das ist auch der Grund, warum die SPD zum Beispiel keinen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat, weil es ja sehr enge Grenzen gibt, in denen man sich auch im Hinblick auf die Verfassung in bestimmten Fragen bewegen kann, weil natürlich auch Interessensgruppen sich am Ende auch auf Geschäftsgeheimnisse, also auch auf das Grundrecht der Berufsfreiheit beziehen können und das womöglich gar nicht so alles so ohne weiteres möglich ist. Und deswegen will ich nur darauf hinweisen, dass so ein Schnellschuss in der Frage sicherlich nicht angebracht ist. Genau, das ist ja auch der Grund. Aber wenn jetzt hier gesagt wird, es müsste alles sehr schnell gehen, sage ich, da wäre ich zumindest mal vorsichtig. Und es gibt weitere Fragen. Lassen Sie mich mal aussehen. Es gibt ja noch viele weitere Fragen. Was ist denn zum Beispiel, wer ist denn dann am Ende eigentlich ein Lobbyist und ein Interessensvertreter? Was ist, wenn ich einen Gesprächswunsch habe? Was ist, wenn ich auf einem Empfang bin und dort sich ein Gespräch zufällig ergibt und derjenige vielleicht jetzt nicht auf der Liste steht? Also das sind alles Punkte, die man auf jeden Fall bei einem solchen Vorhaben sehr genau mit bedenken muss und vor allem auch Verhältnismäßigkeit wahren muss. Das ist ganz entscheidend. Und es hat eine Anhörung im Bundestag gegeben, die ich auch finde, die sehr interessant auch nachzulesen ist, weil da hat der Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages mitgeteilt, dass der Landtag, der nämlich auch zuständig ist, das teile ich im Übrigen auch, deswegen steht im Übrigen auch im Koalitionsvertrag, dass das Lobbyregister im Landtag etabliert werden muss, hat mitgeteilt, dass der Hessische Landtag, dass Landtage keine Ordnungsverwaltung sind, sondern Serviceverwaltung für die Abgeordneten. Und man muss am Ende natürlich auch immer mitbedenken, wenn man ein solches Register einführt und weitere Ideen hat, wie das ausgestaltet sein soll, was das am Ende womöglich auch für einen Landtag bedeutet, personell, finanziell. Da muss man schon aus meiner Sicht auch noch einmal sehr genau hinschauen. Und ich will in Anbetracht der Zeit und auch der Vorreden, wo ja auch schon vieles richtig auch gesagt worden ist, folgenden Verfahrensvorschlag machen. Zunächst einmal würde ich vorschlagen, dass der Hessische Landtag zusammenträgt. Wir werden das ja dann auch im Ausschuss diskutieren, welche Regelungen die anderen Bundesländer haben. Man kann sich dann auch die Regelung im Bund angucken, von der ich übrigens noch einmal sehr deutlich sage, dass eben auch dort in der Anhörung gesagt worden ist, dass über das bestehende Register hinaus es sehr, sehr enge Grenzen gibt, was man da überhaupt machen kann. Und dass wir, damit hätte ich überhaupt kein Problem, auch eine Anhörung im Hauptausschuss durchführen. Aber, das will ich nur sagen, nicht voreilig, sondern mit der notwendigen Sorgfältigkeit, um alle rechtlichen, finanziellen und personellen Aspekte eben auch zu berücksichtigen. Und wenn es in den nächsten Hauptausschuss geht, können wir ja sofort auch die weiteren Verfahrensschritte besprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wallmann. Nächster Redner ist für die Fraktion DIE LINKE der Kollege Wilken, Dr. Wilken.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es zeichnet sich zu dieser späten Stunde eine erstaunliche Einigkeit zwischen allen Fraktionen hier ab. Schauen wir mal, wie lange das hält. Meine Damen und Herren, wir lesen immer mal wieder in der Zeitung, oder es wird uns auch so persönlich zugetragen, dass sich Menschen darüber aufregen, wie groß der Deutsche Bundestag ist. Wenn ich denen dann sage, na, der ist groß, aber ungefähr 10-mal mehr Lobbyisten umkreisen den Bundestag, etwa 5.000 bis 7.000, genauer weiß man das nicht, weil es das bestehende Lobbyregister nicht hergibt. Heute Morgen wurde auch hier im Hause angesprochen, dass der Hessische Landtag zu groß sei. Wie viele Lobbyisten uns umkreisen, wissen wir nun überhaupt nicht, weil es hier gar kein Lobbyregister gibt. Das ist ein Umstand, das sehen wir auch so, dass der behoben werden soll. Ich habe jetzt von allen Vorrednerinnen und Vorrednern gehört, dass wir das wohl gemeinsam angehen. Wenn wir denn wirklich da zu einer Klärung kommen, und Frau Wallmann, ich stimme dem zu, dass wir uns mal erst schlau machen sollten, was wir selber zusammentragen können, aber dann durchaus auch noch Menschen befragen sollten, die viel schlauer in der Frage sind als wir, sollten wir Sie vielleicht aus einem Zwischenruf, den ich jetzt eben, ich weiß nicht mehr aus welchen Reihen gehört habe, auch noch einmal den Unterschied zwischen Lobbyismus, Interessensvertretung und Filz herausarbeiten. In beiden Anträgen, aber sehr viel deutlicher noch in dem FDP-Antrag, wird darauf verwiesen, dass es nicht dazu kommen soll, dass der gläserne Abgeordnete dann Ende des Produkts ist. Da bin ich ganz bei Ihnen. Es kann nicht darum gehen, dass wir unsere Terminkalender offenlegen. Aber, und da habe ich, bis Sie geredet haben, Herr Lenders, einen Unterschied zwischen den beiden Anträgen gesehen. Sie haben in Ihrem Antrag nur aufgeschrieben, wo die Mittel herkommen. Die SPD hat gesagt, wie groß die Mittelausstattung für die Interessensvertretung ist. Darum geht es nämlich. Und da, Frau Wallmann, sehe ich nun wirklich überhaupt kein Problem, wenn eine Firma offenlegen muss, wie viel Geld sie für die Interessensvertretung ausgibt. Wir haben auch Firmen, die wir zwingen, offenzulegen, wie hoch ihr Werbeetat ist. Es geht also darum, nicht einen gläsernen Abgeordneten zu schaffen, aber offenzulegen, wie viel wer daran investiert, uns zu beeinflussen. Ich habe da durchaus manchmal die Vision, und gut, ich bin hier donnerstags morgens vor allen Dingen immer überrascht, wie viel Sportaffinität hier im Raum ist. Deswegen benutze ich jetzt einmal ein Bild aus dem Sport. Wenn ich das einmal so sehe, wie das Bild aussieht, wenn ein Trainer oder eine Mannschaft vor die Kamera tritt, dann ist da im Hintergrund immer eine Wand, wo ich all die Symbole derer sehe, die diesen Sport gerade finanzieren. Ab und zu haben die sogar so kleine Aufnäherchen am Hemdkragen. Ich fände es gut, wenn wir dazu kämen, dass Abgeordnete an ihren Hemdkragen offenlegen müssen, von wem sie alle gerade gesponsert werden. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, und er hat noch nichts am Hemdkragen. Das ist nicht meine Kragenweite, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wahrscheinlich muss man dann im Großkapital sein, um sich das anzutun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das eine gute Debatte, die wir hier führen. Ich finde, auch wenn man sich die beiden Anträge anguckt, sowohl den Antrag der Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie, aber auch den Antrag der FDP, dann steht in beiden Anträgen vieles Richtige drin und sind viele richtige Beschreibungen in diesem Antrag. Und ich glaube, dass wir, nachdem wir ja, ich glaube, alle schon mehrfach in verschiedensten Diskussionen betont haben, dass es notwendig ist, ein Lobbyregister einzurichten, dass wir das auch ziemlich zeitnah in diesem Jahr noch auf den Weg bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Jahr, Entschuldigung, das muss ich zurücknehmen. Das muss ich zurücknehmen. Im nächsten Jahr werden wir das in Angriff nehmen. Okay. Wir haben uns, wir,
Ja, das ist so. Wenn es gegen Ende des Jahres geht, muss man vorsichtig sein mit den Jahreszahlen. Sie haben ja recht. Aber okay. Wir haben als Koalitionäre, als Koalitionsfraktion und in unserem Koalitionsvertrag hinterlegt, dass wir ein Lobbyregister einführen wollen. Ich glaube auch, dass es richtig und sinnvoll ist. Aber ich sage auch, und das habe ich, da bin ich voll auf der, bei dem Antrag, den die Kolleginnen und Kollegen der FDP gestellt haben, ich glaube, dass zum politischen Geschäft und zur Debatte und zur Gesetzgebung und zur Diskussion über Inhaltsthemen es dazugehört, dass man sich mit Interessenverbänden, dass man sich mit Vereinen, Vereinigungen trifft, dass man sich austauscht, dass man sich auch Anregungen holt von denen, die in diesem Bereich arbeiten. Das ist vollkommen richtig. Das gehört, glaube ich, zur Demokratie, gehört dazu, dass man diesen Austausch pflegt und dass man das auch macht. Das, finde ich, sollte auch weiterhin geschehen. Aber wir wollen für diese Gespräche, wir wollen für diese Einflussnahmen, wir wollen für das, was da gemacht wird, wollen wir möglichst große Transparenz herstellen. Und dafür, glaube ich, ist ein Lobbyregister ein richtiger Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da muss man, finde ich, gar nicht so weit gucken, Herr Kollege Dr. Wilken. Das ist dann immer richtig, wenn man auch mal schaut, was machen denn die, die immer große Anforderungen an andere haben, was machen denn die da, wo sie selber regieren? Und da habe ich mal nach Brandenburg geguckt, was die so machen im Bereich Lobbyregister. Das ist nämlich so, wie auch die Kollegen der FDP gesagt haben, das ist beim Landtag angesiedelt, das ist Bestandteil der Geschäftsordnung des Landtags dort. Da ist geregelt, wie und welche Vereinigungen wie sich einzutragen haben. Das wird vom Landtag geführt. Jeder, der an Anhörungen teilnehmen will, der Zugang zum Landtag hat, der Einflussnahme hat, muss sich da eintragen lassen, dann kann er das tun. Und das finde ich zumindest einmal eine Überlegung, der man beitreten könnte. Und das könnte man sich durchaus anschauen. Deswegen ist es auch gut, dass unser Präsident dabei ist. Der nämlich dann, finde ich, auch der Hüter über dieses Lobbyregister werden sollte. Das finde ich ein Weg, den man durchaus gehen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein zweites Gesetz, eine zweite Regelung habe ich mir angeschaut, die ist gar nicht so weit weg, die ist direkt auf der anderen Seite des Rheins. Da haben wir eine SPD-geführte Landesregierung. Auch dort ist es so geregelt. Die haben auch eine Regelung in der Geschäftsordnung ihres Landtags. Auch da ist geregelt, wie das Lobbyregister auszugestalten ist. Die beiden Regelungen, muss man ehrlicherweise sagen, unterscheiden sich nicht viel. Die in Brandenburg mit linker Beteiligung und die in Rheinland-Pfalz mit FDP und grüner Beteiligung. Von daher glaube ich, in diese Richtung sollte man mal denken. In diese Richtung sollte man überlegen. Dafür kann man auch eine Anhörung machen und sich vielleicht noch ein bisschen Sachverstand holen. Und dann holen wir uns den Präsidenten dabei, der dann auch weiß, wie es genau gehen soll und das auch umsetzen muss. Und das diskutieren wir dann, und dann gehen wir auf dem richtigen Weg. Und dann, glaube ich, kriegen wir auch im nächsten Jahr es hin, dass wir dieses Lobbyregister an den Start bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Sie müssten mir dann noch eine Nebentätigkeitsgenehmigung erteilen, aber das können wir ja dann regeln. Herr Staatsminister Wintermeyer für die Landesregierung, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich wollte uns die Frage von Herrn Rudolph beantworten, der von der Landesregierung dazu spricht. Aber Herr Rudolph ist leider jetzt nicht mehr da, damit ich ihm die Antwort persönlich geben kann. Ich finde es etwas befremdlich, dass Herr Rudolph, der jetzt in dem Moment auftaucht, wie immer, dort die Hessische Landesregierung anspricht, wie auch im Übrigen im Antrag, der hier vorliegt, dass die Landesregierung seitens der SPD aufgefordert wird, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Lobbyregisters vorzulegen, verkennt die Tatsache, auf die er sonst immer so massiven Wert legt. Der Hessische Landtag ist der Gesetzgeber. Und ich nehme Bezug auf die Reden auch einiger Abgeordneten, die Sie hier gebracht haben, insbesondere von der Frau Kollegin Wallmann. Die Hessische Landesregierung wird kein Lobbyregistergesetz vorlegen. Das ist Aufgabe dieses Parlaments, wenn es sich, lieber Herr Kollege Rudolph, wirklich ernst nimmt und nicht von Fall zu Fall entscheidet, was das Parlament macht und auf der anderen Seite, was die Landesregierung macht. Sie entscheiden immer, was die SPD-Fraktion macht, ist richtig. Das, was die Landesregierung macht, ist falsch. Das ist aber Ihre Schallplatte, die Sie auflegen, die keiner mehr glaubt und bundesweit auch nur noch 11% glauben.
Herr Rudolph, die Interessensvertreter, Lobbyisten wollen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren nehmen. Und die Gesetzgebungsverfahren laufen im hessischen Parlament ab. Sie wollen also Einfluss auf die Abgeordneten nehmen. Also müssen die Abgeordneten auch dieses Lobbyregister machen. Und Sie haben sicherlich auch unseren Koalitionsvertrag gelesen, weil Sie arbeiten sich ja immer ein bisschen schneller ab, als wir quasi folgen können. Auf Seite 69 steht es. Die Hessische Koalition, das wurde ja auch hier von den beiden Sprechern der Koalitionsfraktionen gesagt, wird ein solches Lobbyregistergesetz vorlegen. Und wir als Hessische Landesregierung werden das gerne begleiten, wie wir alles auch begleiten werden, was zur Transparenz zuträgt. Und ich sage Ihnen von unserer Seite aus, die Hessische Landesregierung wird gerne auch Aufnahme in das Lobbyregister finden, Herr Rudolph, weil wir die Lobbyisten der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger hier in unserem Bundesland sind. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir überweisen den Antrag mit dem Dringlichen Entschließungsantrag. Oder wie wollen wir es machen? Beides. Alles klar, Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen. In den Hauptausschuss, ja? Wunderbar, so machen wir es.